gerichtet von all den Zielen. Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, gelegentlich hört man in Gesprächen, dass von Seiten des Bundes und der Länder, und vieles stimmt ja auch, schon alles getan würde, um die Wohnungsbautätigkeit anzukurbeln. Nur die Träger der Planungshoheit, nämlich die Kommunen, kämen nicht so recht in Gang. Mit einer vernünftigen Bodenpolitik und beschleunigten Baulandausweisung, der Inanspruchnahme von Fördermitteln und dem zügigen und kostengünstigen Bauen insgesamt. Und da trifft es sich jetzt gut, dass der Stadtrat der Landeshauptstadt München jetzt im Oktober seine Beratungen über die 6. Fortschreibung des kommunalpolitischen Handlungsprogramms für den Wohnungsbau aufnimmt. München hatte bereits 1994 erstmals das größte kommunalpolitische Handlungsprogramm für den Wohnungsbau der Republik aufgelegt. Es sind die letzten 5 Jahre 800 Millionen städtische Euro in den Neubau von bezahlbarem Wohnraum geflossen. Jetzt steht, wie gesagt, die 6. Fortschreibung an. Und ich lese Ihnen einfach mal ein paar Kernaussagen vor, die für sich selber stehen und aussagekräftig genug sind. Das jährliche Neubauvolumen soll von 7.000 auf 8.500 Wohneinheiten gesteigert werden. Dafür werden im 5-Jahres-Zeitraum von 2017 bis 2021 1,25 Milliarden rein städtische Mittel eingesetzt. Die beiden Wohnungsbaugesellschaften der Stadt erhalten 250 Millionen zusätzliches Eigenkapital für den Bau von geförderten Wohneinheiten. Und es wurde mehrfach gesagt, die Träger des sozialen Wohnungsbaus sind fast ausschließlich öffentliche Wohnungsbauunternehmen, kommunale Wohnungsbauunternehmen und Genossenschaften. Deswegen müssen sie auch zusätzlich unterstützt werden. Die Vergabe von Grundstücken erfolgt künftig schwerpunktmäßig für Mietwohnungen. München ist eine Mieterstadt wie viele Großstädte, wie auch Berlin zum Beispiel, vorzugsweise in Erbpacht, um schonend mit den städtischen Flächenressourcen umzugehen und in Form von Konzeptausschreibungen, damit man sich die Wohnungen auch leisten kann. Die stadteigene Förderung, die heißt München-Modell, für Durchschnittsverdiener wird ausgeweitet, sodass künftig Familien mit einem Jahresbruttoeinkommen von bis zu 94.000 Euro unterstützt werden können. Damit sollen 60% der Münchnerinnen und Münchner anspruchsberechtigt sein und von dieser kommunalen Förderung profitieren können. Denn, Kolleginnen und Kollegen, die Einkommensgrenzen im sozialen Wohnungsbau sind viel zu niedrig. Das zu den Kernaussagen. Jetzt kommen wir zu den neuesten Erhebungen des IVD. Was kosten Eigentumswohnungen in Deutschland? In München kosten trotz aller Bemühungen von Bund, auch des Freistaates und der Kommune 4.200 Euro den Quadratmeter, eine Zunahme von 7,7%. Stuttgart folgt dahinter mit 2.950 Euro den Quadratmeter, plus 11,3%. Hamburg an dritter Stelle mit 2.500 Euro den Quadratmeter, 8,7%. Die Zahlen zeigen uns, dass wir mit unseren Bemühungen nicht nachlassen dürfen. Die Herausforderungen sind enorm. Ich sage nur noch einige wenige Stichpunkte, die mir ein Anliegen sind. Ich denke, dass die Liegenschaftspolitik des Bundes neue Impulse braucht. Die aktuelle Verbilligungsrichtlinie ist ein Fortschritt, aber es ist nur ein Anfang. Die Bezuschussung von 25.000 Euro pro Wohneinheit ist nicht ausreichend. Noch mal ein Münchner Beispiel. Wir bezuschussen eine Wohnung im München-Modell für Durchschnittsverdiener mit bis zu 110.000 Euro. Also da ist auch für die BIMA noch sehr viel Luft nach oben. Wir brauchen, letzter Gedanke, ist angesprochen worden von der Kollegin Jöritz, eine zügige Novellierung des Baugesetzbuches und der Baunutzungsverordnung, um tatsächlich in innerstädtisch verdichteten Räumen Bauland mobilisieren zu können. Zitiere Frau Dr. Merck, unsere Stadtbaurätin, es wird jeder Zentimeter umgedreht, trotzdem die Flächenreserven sind begrenzt. Wir brauchen dringend dieses urbane Gebiet, wie vorgesehen. Appelliere an alle Kräfte hier im Hause, zügig die Novellierung von Baugesetzbuch und von Baunutzungsverordnung auf den Weg zu bringen. Ich bedanke mich. Vielen Dank. Als nächstes